unser Stellplatz mit direktem Blick aufs Meer. Direkt am Meer liegt unser Campingplatz auf der Halbinsel Gien, südlich von Hyères. Die Festung Tour Fondue ist nur einen Steinwurf entfernt. Der Campingplatz ist teilweise terrassenförmig angeordnet und wir haben einen wunderbaren Blick auf die vorgelagerte Insel Hyères. Das ist ja eine Insel da drüben, ne? Aber auch die Felsenlandschaft um uns herum sieht in der Abendsonne einfach nur sensationell aus. Bei unserem Spaziergang am ersten Abend sehen wir eine exponiert gelegene Villa auf einem Felsen oberhalb des Meeres. Der Blick von hier über das Meer muss atemberaubend sein. Schon herrliche Plätzchen. Heute Morgen werden wir nach einem ausgiebigen Frühstück mit Meerblick über die Landzunge in Richtung Hyères fahren. Über eine für den Autoverkehr gesperrte Straße geht es mit dem Fahrrad in Richtung Norden. Rechts von uns ist das große Bassin, wo wir später noch Flamingos sehen werden. Links von uns ist das Meer mit dem langgestreckten Strand. Ja, schöner Strand. Das sehen die Franzosen anders, Corinna. Auf einem Parkplatz stehen heute am Montagmorgen sehr viele Autos und Menschen, die sich gerade wieder anziehen. Auf Nachfrage erfahre ich, dass es sich um eine Gruppe handelt, die zum Frühsport Aquajogging betreibt. Von Weitem sieht es so aus, als ob sie nach erfolgreicher Aktion gerade einen Schluck Wein zu sich nehmen. Und dann sehen wir sie im seichten Wasser stehen, einige Flamingos und weiße Reiher. Sie lassen sich die Kunst nicht aus der Ruhe bringen. Wie ich später erfahre, gibt es hier eine ehemalige Siedlung griechischer Seefahrer namens Olbia, die im 4. Jahrhundert vor Christus hier ein Handelskontor mit einem Hafen unterhielten. Reste dieser Anlage, die später von den Römern übernommen wurde, kann man besichtigen. Die mittelalterliche Altstadt von Hyères ist gut erhalten. Mit ihrer Lage am Hang des Cousteau beherrscht sie die tiefer liegende Ebene und eröffnet einen weiten Blick auf das Meer und die vorgelagerten Inseln. Langsam aber stetig geht die Straße bergan und wir erreichen einen Platz mit einem mittelalterlichen Turm. Es handelt sich um den Turm, der im 12. Jahrhundert von den Templern erbaut wurde. 1673 übernahm die Bruderschaft der Kommandanterie de Beaulieu das Gebäude. Bis 1913 diente es als Rathaus. Heute ist es Gerichtsgebäude und zeigt auch abwechselnde Ausstellungen. Die Gassen sind heute am Montagmittag ziemlich leer. Nur bei einem Obst- und Gemüseladen stehen einige Einheimische. Wir gehen durch das Stadttor Massillon und finden einen riesigen, teilweise neu gestalteten Platz vor. Einige Touristen verbringen hier gerade mit einem Snack ihre Mittagspause. Nur wenige Meter entfernt liegt der Stift Saint-Paul. Ob das der Eingang zu einer Kirche ist? Ein merkwürdiger Eingang führt uns in die sehr dunkle Kathedrale aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Nur kleine Schlitze ans Fenster. Und die Rosette im Hintergrund. Im kargen Innenraum sehen wir Sammlungen von Votivbildern und zwei Reliquienschreine. Zurück in der Innenstadt durchqueren wir noch einen palmengesäumten Boulevard mit einigen wunderschönen restaurierten Häusern.
Zurück auf unserem Campingplatz unternehmen wir am Abend noch einen Spaziergang zur Festung Tour von Dün. Hier kommen gerade die letzten Touristenboote vom Hafen Pockerol, der Insel hierher an. Im Osten der Halbinsel befindet sich der Tour von Dü, der im 17. Jahrhundert als Verteidigungsanlage erbaut und später umgebaut wurde. Zu seinem Gebäudekomplex gehören Unterkünfte und ein Pulverlager. Die Abendsonne bringt das Fort und die Felsenlandschaft gelb-gold zum Leuchten. Ein Anblick, an dem man sich nicht genug satt sehen kann. Was hast du? Ich sag nur Würgerle mit Meerblick. Mit Meerblick. 2 Tage später. Unterdessen sind wir den 4. Tag auf dem Campingplatz und der Mistral fegt von Norden her kräftig über die Insel und das Meer. Ich bin auf Erkundungstour gegangen und habe einen kleinen Zielpfad gefunden, der direkt unten am Meer entlangläuft. Dabei entstehen diese wildromantischen Aufnahmen.